Hallo Leute, Asian Gaming Dude hier. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Pokémon Unite. Ich hoffe, die Folge gefällt euch und ich wünsche euch viel Spaß beim Zuschauen. So Leute, da befinden wir uns auch schon in der ersten Runde. Ich spiele mit Relaxo, weil ich Lust gehabt habe. Außerdem hat das Team einen Defender gebraucht. Wir haben zwar zwei Defender jetzt, weil wir auch noch einen Lamus drin haben. Aber das geht schon in Ordnung. Das Team ist generell ein bisschen defensiver eingestellt. Und irgendwie finde ich es gerade ein bisschen unnötig, dass drei Leute hier jetzt die obere Lane nutzen und gefühlt keiner die mittlere Lane für EP ausnutzt. Das ist ein bisschen deppert. Ja, mit Relaxo spiele ich heute. Hab mir das Outfit gekauft, wie schon gesagt. Das gibt es jetzt anscheinend im Halloween Event günstiger oder vielleicht auch jetzt generell ist es vergünstigt worden. Es hat nämlich zu Beginn des Spiels, als es rauskam, irgendwie so 15.000 von diesen Tickets gekostet. Mittlerweile kostet es jetzt irgendwie nur so etwas mehr als 6.000, glaube ich, wenn ich jetzt den Preis richtig in Erinnerung habe. Und ich wollte das Outfit schon von Anfang an haben, aber das war mir dann doch ziemlich teuer, weil ich habe insgesamt jetzt zurzeit, wenn ich die ausgegebenen 6.000 wieder dazu rechne, gerade mal so um die 17.000 Tickets gehabt. Also das war nicht ganz, ja, so im Rahmen des Budgets, ne? So, wir haben es hier oben mit zwei Starter-Pokémon aus der ersten Generation zu tun. Generell haben wir hier einen Kampf der Gen-1-Pokémon. Wir haben Shanaira, Relaxo, Bisasam und Shiggy gehabt. Wir beide sind hier noch am Leben. Das Bisasam ist, glaube ich, irgendwohin geflüchtet, wenn ich das richtig gesehen habe. Und ja, läuft bislang eigentlich ganz gut. Da unten scheint aber der Krieg abzugehen bei denen. Da sehe ich mindestens vier gegnerische Spieler. Ich meine, ist gut für uns, ist sicherlich nicht optimal für sie. Ich überlege, ob ich jetzt hier oben bleiben werde, um die Position zu halten, oder ob ich jetzt runtergehe und denen ein bisschen Hilfe leiste. Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich bleibe sogar oben, weil und ich warte dann ab, bis Kamalm kommt. Ups, das wollte ich nicht. Das ist so ein bisschen nicht gerne gesehen in der Pokémon Unite Community und ich glaube generell in MOBAs, dass man anderen Spielern, Mitspielern, die Kills wegnimmt. Sowohl von wilden Pokémon als auch von Spielern. Das ist irgendwie schon so eine Art Reflex bei mir als Gamer. So, oh, da ist ein Monster zum Töten. Los, ich muss das töten. Ja, stirb. Also, keine Ahnung. Ich erwische mich dann oft, wie ich ja schon die Attacke geklickt habe und dann erst realisiere, oh shit, ich sollte das nicht machen. So, wir haben jetzt, okay, eine halbe Minute noch bis Kamalm kommt, das heißt, ich begebe mich jetzt auf den Weg nach unten und hier haben wir unsere Generation 1 Kollegen wieder. Okay, da müssen wir jetzt halt nur aufpassen, weil Relaxo ist ja kein Angreifer. Der kann jetzt nicht beide einfach so besiegen, glaube ich. Deswegen gehe ich jetzt mal nach unten. Ich schreibe jetzt den Leuten mal, sammeln wir uns. Es ist irgendwie sehr weird. Je nachdem, was für ein Team man hat, sind es halt Leute dabei, die sich vielleicht mit Pokémon Unite schon besser auskennen oder Leute, die halt Pokémon Unite erst vor kurzem gespielt haben. Deswegen sind sie vielleicht noch nicht ganz so drinnen in, ja, in der Meta, was gut ist, was vorteilhaft ist. Und in der Pokémon Unite Community ist es ja eigentlich eine akzeptierte Sache, dass man versucht, sobald 3 Minuten um sind, dass man alle zu Rotom, nicht Rotom, dass man zu Kamalm runtergeht und versucht, das zu besiegen. Heilige Scheiße, das war fucking knapp. Ich habe irgendwie nicht dran gedacht, dass die ja da sein könnten, die anderen Spieler vom gegnerischen Team. Und das Kamalm in der Zwischenzeit beackern, während ich hier, ja, Lucario bekämpft habe. So, ich muss jetzt flüchten. Ich bräuchte bitte ein bisschen Hilfe hier unten. Ich sag vorhin, alle sind unten vom gegnerischen Team und sie haben gerade Schwierigkeiten. Jetzt sind alle vom gegnerischen Team irgendwie hier weg oder zumindest nicht mehr da. Und jetzt sind meine Teamspieler alle da oben. Ich hasse das, wenn die das machen. Ich hasse das. Ich meine, okay, ich verstehe schon, man kann dann viel leichter die Lane pushen, ja. Aber ich meine, ist ja auch trotzdem nicht vorteilhaft, wenn man dann die untere Lane komplett vernachlässigt. Und dass dann keiner von denen dann halt auch irgendwann... Oh, das ist ganz schlecht. Absol kann ziemlich viel Damage auf einmal machen. Da muss ich aufpassen. Dass dann auch keiner von meinen Mitspielern sich denkt, gehen wir mal kurz runter und helfen ihm. Nein! Hey, das funktioniert da oben so toll. Mach mal weiter. Oh, was? Die untere Lane? Ach, da ist doch dieses eine fruchtige Relaxo. Da wird sich schon darum kümmern. So, ich muss jetzt aufpassen. Absol ist in der Nähe. Dieses Kotomi kriege ich ganz gut hin. Das kriege ich besiegt, glaube ich. Jupp.
Alter, die haben ja noch nichts abgegeben hier. Ich dachte... Oh meine Güte, ich dachte, die hätten jetzt schon ein bisschen was getan hier auf dieser Lane. Aber nein, die haben ja gar nichts abgegeben. Zugegebenermaßen, sie hatten vorhin Schwierigkeiten, weil hier ein riesenfetter Krieg ist. Aber trotzdem, so, ich schubse dich jetzt zurück. Ich will nicht, dass du in deine Basis zurückkehren kannst, was du aber trotzdem hinbekommst. Und ich muss meine Ult einsetzen, sonst bin ich tot. So, aber jetzt bist du tot. Okay, das ist ja schön. So, Absol... Seine komische Dragon Ball Superattacke konnte ich jetzt nicht wirklich verfolgen. Meine Fresse, kann mir bitte irgendjemand hier helfen? Dann könnte ich endlich mal meine 40 Punkte abgeben. Ist schon irgendwie ein Wunder, dass ich mit Relaxo hier gegen die 3-4 Pokémon, gegen die ich hier die ganze Zeit kämpfen muss, überhaupt überlebt habe bis jetzt. Ach, das gibt's ja nicht. Was war das denn, Relaxo? Das war ja vollkommen daneben. Das war mit deinem Arsch vollkommen woanders hingezielt. Okay, das ist eine Scheißsituation. Das ist eine Scheißsituation. Ich habe gegen drei gegnerische Spieler zu kämpfen und habe keine Zone mehr, in die ich mich zurückbegeben kann. So, ich muss halt hier hin. Alter, Jungs, kommt doch! Ich will ja auch nicht nerven oder so, aber bitte, ich brauche doch ein bisschen Hilfe. Es gibt's doch nicht, dass die alle da oben sind. Und jetzt schnappen sie sich Kamalm, oder? Ich meine, ich kann jetzt mein nutzloses Leben hier mal nutzen und denen vielleicht Kamalm stehlen. Warte. Die bekämpfen es noch. Ich hoffe, die haben mich nicht gesehen. Komm schon, mach weiter. Ziemlich spannender Job. Ich fühle mich gerade wie ein Geheimagent, obwohl ich überhaupt nicht die Figur von Geheimagenten habe. Und dieses Zitrobeeren-Outfit auch vielleicht etwas. Ich hab's geschafft. Wie nice. Oh mein Gott, die müssen sie mich gerade so hassen. So, und jetzt gehe ich weg. Ich habe keine Lust, die Wut von diesem Lucario zu spüren. Aber warum nicht? Probieren wir es. Ich habe vergessen, was ich vorhin sagen wollte. Egal, ich habe den Kamalm zweimal gestohlen. Nice. Dafür lohnt sich die Runde bereits, auch wenn sonst hier nichts klappt, weil ich keine Punkte abgeben kann, weil die einfach nicht mir helfen wollen. Ich meine, guck mal, die sind jetzt gerade in der gegnerischen Basis. Die stehen einfach in der gegnerischen Basis. What the... Was soll denn das? Aber ironischerweise hilft mir das, weil jetzt hier endlich mal ein bisschen Ruhe eingekehrt ist hier in diesem Bereich. Gott, oh Gott. Hatte noch nie so viel Stress hier auf einer Lane. Und dafür habe ich es echt gut bewältigt. Ich meine, generell liegen wir deutlich vorne. Jetzt ist da oben der Krieg. Jetzt bin ich hier ganz alleine. Okay, das ist der merkwürdigste Verlauf, den ich je in einer Runde Pokémon Unite hatte. Also noch nie war das so merkwürdig. Zumindest kann ich mich nicht an einen merkwürdigeren Verlauf erinnern. So. Oh, in 28 Sekunden kommt Zapdos schon. Ja, was machen wir denn? Ich gehe in die Mitte und farm dort die Pokémon. Und dann schauen wir, dass wir hoffentlich Zapdos entweder bekommen, oder was mir sogar lieber wäre, wenn wir das einfach nur verteidigen würden. Das ist auch so eine Sache, die viele Leute dann nicht machen. Die sehen Zapdos und wollen das sofort umbringen. So wie ich ganz am Anfang dieser Partie, als ich gesagt habe, von wegen, oh, ein wildes Pokémon, ich muss direkt angreifen, wie ein Arsch. Und dann passiert halt folgende Sache. Wir schaffen halt nicht, Zapdos zu bekämpfen, zu besiegen. Und dann kommt das gegnerische Team, besiegt uns und besiegt dann Zapdos, was nur mehr ein Viertel der KP hat. Was ja auch nicht optimal ist. So, heilige Scheiße, darum ist der Krieg gerade am Laufen. Hallo Lucario. Du musst ein echt guter Spieler sein. Immerhin hast du dieses Halloween-Kostüm von Lucario gekauft, was 40 Euro kostet umgerechnet. Ich meine, das ist Wucher. Also, entschuldige, das ist wirklich Wucher. Ich habe noch nie Skins erlebt, die so teuer angeboten waren. Ich meine, das kostet umgerechnet, also was heißt umgerechnet? Es wird für 2499 Aeos-Kristallen angeboten. So eine Währung, die man halt im Spiel hat. Und wenn man sich 2499 Aeos-Kristalle im Shop, im Ingame-Shop kaufen möchte, dann werde das umgerechnet... 40 Euro. Das ist dann das billigste Paket, was man kaufen kann, womit man eben diese besagten 2499 Aeos-Kristalle bekommen kann. So, zerstört die Zone, damit ich hier in der Zone abgeben kann. Nice. Okay, die Partie läuft doch viel, viel besser, als ich in der Mitte der Runde gedacht habe. Ich habe wirklich gedacht, so, Alter, die werden mich und uns unten überlaufen, einfach weil keiner da ist. Aber nö, hat echt besser geklappt. So, ich gebe hier nochmal meine 14 Punkte ab. Du kannst dich mit diesem Kotomi prügeln, liebes Hytera. Ich werde mich
nach Hause begeben und dem Team helfen beim Verteidigen. So, da oben scheint gerade eine Party abzugehen, deswegen hier, zack, dann schiebe ich euch beide wieder zurück. So, mitten in unsere Spur da rein, klingt irgendwie sehr lustig. Und dann besiege ich noch dieses Bisa-Floor, nice. Und das Absol besiege ich auch noch. Ja, das war doch eine sehr erfolgreiche Runde. Wow, in der Tat, deutlich, deutlich überlegen, unser Team. So, wer ist ein MVP geworden? Wie haben sich die anderen generell so angestellt? Schauen wir mal. Okay, gar nicht mal so schlecht. Bis auf das Samus, das hat irgendwie, ja, passend zu seinem Aussehen gefühlt nichts gemacht. Aber vielleicht trügt auch nur der Anschein, keine Ahnung. Die anderen haben sich ganz gut angestellt. Dieses Glurak hat wegen 3 Unterstützungen den MVP Titel bekommen. Ich verstehe das Rating hier in Unite immer noch nicht. Ich meine, mich interessieren MVP-Titel nicht wirklich so sehr, aber manchmal denke ich mir dann doch, wie kommen die Punkte zustande? Wie kommen... Beziehungsweise, ich habe eine Partie gehabt, wo das Punktesystem überhaupt gar keinen Sinn gemacht hat. Vielleicht, wenn ich ein Foto davon gemacht habe, kann ich es hier einblenden. Das hat absolut überhaupt keinen Sinn gemacht für mich. So... Punkteverlauf sah folgendermaßen aus. Okay, wir lagen die ganze Zeit vorne. Das ist okay. Na gut, war eine spaßige Runde. Stressig und spaßig. Ich würde mal sagen, wir sehen uns gleich in einer weiteren Runde wieder. Dieses Mal mit einem anderen Pokémon im Mare-Stadion. Wir werden uns das Halloween-Event nochmal anschauen, denn das läuft jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme nur mehr 2 Tage und ich würde ganz gern dieses noch ein bisschen ausnutzen. Nun gut, bis gleich. So Leute, da wären wir auch schon in einer weiteren Runde. Diesmal mit Kwajutsu, der ist gerade in der Gratis-Rotation drinnen. Ich glaube, das habe ich noch gar nicht angesprochen, aber in Pokémon Unite gibt es jede Woche ein paar Pokémon, die in der Gratis-Rotation drin sind. Sprich, auch wenn man deren Lizenzen, glaube ich, werden sie in dem Spiel genannt, nicht hat, dann kann man sie trotzdem spielen, aber halt nur für den bestimmten Zeitraum. Pro Woche ändert sich das und ja, Kwajutsu war jetzt in der diesmaligen Rotation dabei. Deswegen habe ich gedacht, können wir hier mal mit Kwajutsu hier im Halloween-Event ein bisschen mal kämpfen. Ich habe Kwajutsu, bevor ich Liberlo hatte, mal ausprobiert. Ich fand es eigentlich ganz cool, mit dem zu spielen, aber es war doch ein bisschen schwierig für mich. Also ich bin nicht ganz drauf klargekommen. Das Grundprinzip von Kwajutsu, wie bei vielen anderen Pokémon mit 3 insgesamten Stufen, ist auch hier wieder so. Also man sollte halt schauen, dass man Kwajutsu, bis es sich halt vollständig entwickelt hat, aus Kämpfen raushält. Sobald es dann wirklich stärker geworden ist, also sobald es sich entwickelt hat, ist es dann eh deutlich stärker und man kann mit dem auch ein paar Angriffe überleben, aber bis dahin sollte man halt wirklich schauen, dass man halt eben aufpasst, so wie ich das gerade nicht getan habe. So, kommen wir mal schnell wieder. Das andere Problem, was ich zurzeit habe, ist, ich habe lange Zeit nicht mehr mit Kwajutsu gespielt. Das heißt, ich habe keine Ahnung, wie das sich spielt. Ich weiß nur, Wasserschuriken ist eine starke Attacke, aber man muss halt dann auch doch gut damit ziehen können, was ich nicht so gut kann. So, hier unten scheint gerade irgendein Chaos zu sein. Alter! Der Kürbis war ja nicht mal für mich bestimmt. What the fuck? Dann verfehlt der Typ schon mit seinem Kürbis und dann trifft er trotzdem. So, tot. Okay, nice. Kwajutsu gegen Kwajutsu. Ich, Kwajutsu, hat gegen anders Kwajutsu gewonnen. Hat das irgendeinen Sinn gemacht? Nein. Absolut nicht. So, Keife, verpisst. Oh, ich habe ihn so ein... Ich habe ihn nochmal in Kürbis reinhauen wollen. Das hat nicht ganz geklappt. So, ich habe Kwajutsus Ult. Die ist, glaube ich, so ähnlich wie die Berlo, dass man da eine gewisse Stelle anvisiert und die Stelle wird dann in diesem Fall mit einem riesigen Shuriken beballert. Ich habe leider keine Energie, weil ich zu einem Kürbis geworden bin. Das ist schade. Und ja, sie macht halt Damage in einem gewissen Spielbereich. Und irgendwas von Kwajutsus Stats erhöht sich für eine kurze Zeit. Ich weiß das nicht mehr. Ich habe keine Ahnung. Was ist da oben los? Warum ist da Alola Vuinona ganz alleine? Mit einem weiteren Kwajutsu. Das ist nicht ganz optimal. So, hier kriegst du auch mal das ab. Dann muss ich mal Doppelteam machen. Dann werde ich hier, glaube ich, komplett verkacken. Ja. Sehr gut. Genau so spielt man Kwajutsu. Ganz eindeutig. So, schnell wieder zurückkommen, Leute. Oder was heißt Leute? Ich muss schnell zurückkommen. So, hallo Kwajutsu.
Weiter geht's. Ich werde mal ein bisschen leveln. Ich glaube, das nächste Mal, wenn ich Kaijutsu spiele, werde ich nicht mehr Wasserschuriken nehmen, sondern Surfer. Weil mit Surfer kann man viel leichter treffen. Ich bin einfach für dieses genaue Zielen einfach nicht der beste Mensch. Dasselbe Problem habe ich auch gefühlt so in Shootern wie COD. Also, es dauert bei mir sehr, sehr lange, bis ich wirklich gut ziehen kann. Bevor ich das schaffe, habe ich dann immer Probleme damit, dass dann meine Zielhand zu zittern beginnt und dass ich dann irgendwo hinziele. Und während ich dann so ein gesamtes Magazin leer schieße, gehe ich langsam so Millimeter für Millimeter immer weiter Richtung eigentliches Ziel hin. Also das ist ein bisschen lästig. So, der hat sich bewegt. Aber wir haben es besiegt. So, und jetzt 29 Punkte abgeben. Nice, sehr gut. Oh, meine Ult ist auch gleich bereit. Und ich bin Level 15. What? What? Wie ging das denn? Ich war doch vor einer halben Minute noch Level 11, oder nicht? So, ich weiß nicht, ob das das Beste ist. Ich mache es aber jetzt mal trotzdem. Ich werde jetzt mal Zapdos angreifen. Vielleicht ist das die größte Kacke, die ich hätte machen können. Aber naja, schauen wir einfach mal. Ja, das war in der Tat die größte Kacke. Aber naja, was soll man machen? Ich habe zumindest das gegnerische Kaijutsu besiegt. Und auch das sieht gar nicht mehr so schlecht aus hier bei Vulnona. Nice. Ich habe zwar Zapdos leider nicht bekommen, aber ich habe zumindest auch den Gegner davon abhalten können, Zapdos auszunutzen. Das ist gut. Das einzige Problem ist, die kommen jetzt gleich wieder. Das heißt, ich kann meine Energie jetzt noch nicht abgeben. Ich muss warten, bis die jetzt mal irgendwie weggegangen sind. Was die hoffentlich jetzt gleich machen. Ich bin mir nicht sicher, ob wir das jetzt gewonnen oder verloren haben. Scheiße, das war dumm. Aber vielleicht hat das nicht bemerkt. Ich glaube, der hat es nicht bemerkt, das gegnerische Kaijutsu. Und zack, nochmal 52 Punkte. So, Kampf vorbei. Ich bin gespannt, wer gewonnen hat. Oh Junge. Oh Junge, in der Partie sind aber nicht viele Energiepunkte gefallen. Aber wir haben am Ende noch gewonnen. Sehr schön. Oh wow, und ich bin MVP geworden. Wow. Dafür, dass ich überhaupt keinen Plan hatte, was ich in der gesamten Runde gemacht habe, war das eigentlich gar nicht mal so schlecht. Naja, nun gut, dann würde ich mal sagen, sehen wir uns gleich in einer weiteren Runde wieder. Bis gleich. So Leute, da befinden wir uns auch schon in der letzten Runde. Wieder im Mare-Stadion mit Zeraora. Habe jetzt gerade Lust bekommen, mit Zeraora zu spielen. Und ja, schauen wir mal, dass wir hier auch wieder eine gute Leistung für die letzte Partie des heutigen Tages leisten. So, Bisasam, wir gehen gerade auf derselben Route. Ich glaube, ich verpiesel mich in die Mitte. Du kannst unten die Pokémon ausnutzen, um ein bisschen zu leveln. Ist, glaube ich, auch für Bisasam ganz gut, wenn das ein bisschen leveln kann. Die Pokémon hier tauchen anscheinend erst später auf. Ah, jetzt tauchen die auf. Sehr schön. So, dann werden wir uns hier mal an Kapadoris bedienen. Ich muss nämlich mindestens bis Level 6 kommen. Erst dann bin ich wirklich eine Hilfe. Zack. Sehr schön. Und dann werde ich hier in der Mitte auch noch mal ein paar weitere Pokémon bekämpfen und schauen, dass ich bis Level 8 komme. Dann bin ich erst eine richtige Hilfe. So, hier kriegt ein Kürbis. Du stirbst. Ihr beide sterbt. Nice. Nicer Doppelkill. Nein, nicht ganz. Wir beide haben jeweils einen Spieler gekillt. Ist auch in Ordnung. Hauptsache, die beiden sind tot. Und wir sind bereits Level 8. Bin jedes Mal wieder überrascht, wie schnell das teilweise geht. Froxy, Level 4, ist kein Problem. Aber ich möchte mich hier bei euch erstmal bedienen. Wow, waren die nicht eine Sekunde vorher noch Level 4? What the hell? Okay, danke, der Schubser war eigentlich sogar ganz hilfreich. Ich wollte eh zu meiner Basis. So, hier, werd mal zum Kürbis. Hi, heute ist mein Kürbis-Aim gar nicht mal so schlecht. Hätte ich auch nie gedacht, dass ich so einen Satz irgendwann mal von mir gebe. Heute ist mein Kürbis-Aim nicht so schlecht. Ach, meine Fresse. Pokémon Unite. So, die Zone ist weg. Nice, läuft bislang sehr, sehr gut für uns. Werd mal, glaube ich, erstmal hier unten bleiben und versuchen, dass die gegnerischen Spieler uns hier keine Punkte reinhauen. Oben scheint gerade ziemlich wenig los zu sein. Die haben die Zone dort auch schon kaputt gemacht. Einzige Problem, was ich sehe, ist, ich glaube gesehen zu haben, dass die jetzt alle auf der unteren Route herkommen. So, tot. Okay. Das sieht ein bisschen stressig aus, aber okay, gegnerisches Team ist tot. Okay, das ist nice. Das ist sehr, sehr nice.
Und Daumen hoch für mich. Dankeschön, sehr lieb. Daumen hoch Feature ist gar nicht mal so schlecht. Ich meine, es ist... Im Grunde genommen bringt es sich fast gar nichts, aber ich finde es ganz nice. So, ich helfe dir, Libero. Ich glaube, das war dein Kürbis. Gut gemacht. Gutes Aim. Kriegst einen Daumen hoch von mir, auch wenn ich dir gerade nicht für die Aktion keinen im Spiel geben kann. So, das wird nix. Aber ich könnte ihnen helfen. Ich könnte ihnen helfen. Ich mache meine Ult, glaube ich, sogar bei denen hier. Die sind eh so schwach. Zack, zack. Hier ist ein feindliches Pokémon und ich muss mich verpieseln. Ich habe zu wenig KP. Ja, das einzige Problem ist, ich habe den... Nimm doch die Energie! Hallo, was ist denn mit dir falsch? Ich kreise die Energie ungefähr 10-mal herum und das blöde Zeraora will sie nicht nehmen. Ja, ich glaube, Achtung ist ganz angebracht hier. Ich glaube, das ist ein Krieg dort. So, ich werde schauen, dass ich mich auf Level 15 pushe und dann helfe ich denen mal. Boah, fuck, ist da... Boah, da geht was ab. Ab in die Zone, dann kann ich zumindest ein bisschen mehr aushalten. So, ich verwandle einen von euch in einen Kürbis, wollte ich sagen, aber anscheinend doch nicht. Ach los, jetzt verwandle dich eigentlich wieder zurück, gibt's ja nicht. So, zack. Felinara von denen ist auch tot, das Ding ist auch tot, wie schön. Und dreifach Kill, dafür kriegst du einen Daumen nach oben von mir. Sollen wir wirklich deren Zone rushen? Ich weiß ja nicht. Ja, wobei, jetzt sind wir auch schon fast da, also da ist jetzt auch schon wurscht, oder? Ah, wobei, ah, der kommt zurück, okay, ich weiß nicht, ob das schlau oder dumm war. Oh, wobei, ich muss jetzt aufpassen, so ein Quajutsu, so ein... Zack, haha! So wirft man Kürbis. So, und ich gehe jetzt in die Mitte. Wenn die anderen die gegnerischen Spieler gut aufhalten können, dann schaffe ich's mit Zeraora auf jeden Fall alleine. Oh, wow, 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 hey, 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 nix da, nix da. Das machst du auf keinen Fall. Aber gut, dass ich zurückgegangen bin. Gut, dass ich zurückgegangen bin. Das wäre sonst echt böse gelaufen. So, irgendjemand muss in die Mitte und die Punkte holen. Das sind echt viele Punkte, die da einfach liegen. Aber das... Also falls zu irgendeinem Zeitpunkt in dieser Partie Zweifel aufgekommen sind, ob wir das gewinnen oder nicht, ich glaube, die sind jetzt damit... Die sind jetzt, glaube ich, damit von der Welt geschafft. War das Deutsch? Ich habe wieder mal keine Ahnung. So, ich überlasse dir auch noch ein paar, weil je mehr ich jetzt mit mir rumtrage, desto länger dauert es, dass ich die abgebe. Und ich würde gerne versuchen, die noch abzu... Nimm die doch! Alter, ich... Boah, das wird knapp. Aber es geht sich noch aus, es geht sich noch aus. Ja, es geht sich noch aus. Und meine Ults. Ah, kann ich nicht einsetzen. Ich wollte jetzt meine Ult zum Spaß noch irgendwo einsetzen. Alter, die haben 2 Punkte abgegeben. Ach du heilige Scheiße. Oh mein Gott, ihr tut mir leid. What the fuck? Oh mein Gott, ich habe gedacht, die hätten doch deutlich mehr Punkte abgegeben als das. Ach du meine Güte. Ach du meine Güte, waren das echte Spieler? Ja, das waren echte Spieler. Man, in Pokémon Unite ist es nämlich so, dass man manchmal in eine Bot-Partie geworfen wird. Dann sind alle Spieler, sowohl deine Teammates als auch deine Gegner, Bots. Und wie man das am Ende der Partie erkennen kann, ist, wenn man zu irgendeinem Spieler hingeht und A drückt. Wenn es ein echter Spieler ist, dann kriegt man dieses Menü, wo man ihm halt einen Daumen nach oben geben kann und bla 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 bla. Wenn es Bots sind, dann taucht dieses Menü nicht auf. So, meine ganzen Mitspieler waren auch echte Spieler. Ja, sehr schön. Nice. Holy shit. Holy shit. Das war eine absolute Zerstörung. So, und zum Abschluss der Folge gibt es jetzt noch ein, zwei Energiebelohnungen. Und während ich die öffne, würde ich mich schon mal von euch verabschieden. Ich würde mal sagen, wenn euch diese schwarzen Socken gefallen, dann gebt dem Video doch gerne eine positive Bewertung. Ihr könnt auch eure Meinung sowie sonstiges gerne in die Kommentare posten. Und dann würde ich mal sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge von Pokémon Unite wieder. Ciao Leute und habt noch einen schönen Tag.